Dann herzlich willkommen aus der CHG Arena in Ravensburg. DL2 ist angesagt am Fasnachtsfreitag, Faschingsfreitag. Ravensburg Tower Stars gegen die Wölfe Freiburg. Das ist eine neu formierte Reihe. Während hier Parker Bowles versucht, einen Angriff zu starten. Huck geht dann hinters Tor. Dann Direktabnahme, 1:0 Führung für den ERC Freiburg in der zweiten Spielminute. Traumstart hier für die Schwarzwälder. Und dann ist es passiert. Am kurzen Pfosten kommt Scharipow nicht mehr rechtzeitig rum rüber. Da war keiner von den Tower Stars Abwehrspielern bei ihm. Schauen wir hier nochmal aus der Totale drauf. Da orientiert er sich nach rechts und dreht auf. Und schießt das Tor für den ERC Freiburg. Sebastian Hohn. Willig. Pucke hinter rein ins Slot. Und dann ist es das 2:0 Führungstreffer. Und wieder ist es ein Tor, wo dann Scharipow eigentlich mitleiden muss, weil da wieder niemand steht. Direktabnahme dann von Simon Danner zum 2:0 für den ERC Freiburg in der fünften Spielminute im Powerplay. Schauen wir hier drauf, der Pass kommt und da stehen die beiden Tower Stars Spieler viel zu weit weg vom Gegner. Und dann steht es 2:0 für das Auswärtsteam. Jetzt die Möglichkeit auf der rechten Seite. Mühlbauer tankt sich durch und macht den Anschlusstreffer. Lukas Mühlbauer zum 1:2 in der siebten Spielminute. Einfach mal alleine gemacht. Und Mühlbauer trifft zum sechsten Mal in dieser Saison. Zwei Mann verfolgen ihn, aber können ihn nicht maßgeblich an diesem Abschluss hindern und dann macht er das auch clever unter den Beinschienen durch von Patrick Germany. Ketterer. Sam Herr hat jetzt Platz in der Mitte. Angriff, Nachschussmöglichkeit, Tor! 2:2! 15. Spielminute. Das hat sich angedeutet, weil da Sam Herr mal wieder konsequent und mit viel Wille durch die Mitte kam, bringt den Pass dann nach hinten. Hier nochmal zu sehen, Herr setzt sich gegen zwei Mann durch und dann ist der Torschütze Robbie Sarnik. Und für ihn ist es der 17. Saisontreffer. Billig schickt jetzt Linsenmeier und safe von Ilya Scharipow. Geht an die blaue Linie gegen Angriff. Parker Bowles. Tor. Wieder Führung für den ERC Freiburg. 2:3. In der 36. Spielminute. Vorausgegangen war ein Stolperer von Ketterer. Und dann das 2:1 Angriff. Parker Bowles macht es alleine und bezwingt Ilya Scharipow. Und für Parker Bowles, Puck da ganz, ganz unglücklich von der Wanne abgeprallt. Riesenglück hier für Patrick Germany. Schuss kommt dann in den Torraum. Kranz hält die Scheibe im Drittel. Nochmal die Möglichkeit für Nick Latta. Bowles. Und dann ist er drin. Tor für den ERC Freiburg. Da wussten sie nicht mehr, wo der Puck ist. Und Scharipow wehrt nach vorne ab. Dann geht Freiburg in der 32. Spielminute hier mit zwei Tore in Führung. Schauen wir nochmal gestochen und irgendwann erwischt wahrscheinlich Parker Bowles den Puck. Schauen wir nochmal drauf. Eichinger. Pfosten von Sam Herr. Dietz
Sanik. Soran, Tor. Sanik, Soran, Dietz. Und 3:4 Powerplay-Treffer. 41. Spielminute. Schauen wir nochmal die Entstehung. Sanik, Soran und Dietz stochert noch mit rein. Schauen wir nochmal genau drauf aus der Hintertorkamera. Soran steht natürlich, Dietz steht natürlich perfekt hier für Reisnecker. Gut durchgesetzt. Latar, Schuss, Dietz. Angriff 2:2, hinten kommt Ventele mit, aber Scharipov mit viel Tempo kommt Matt Alfaro über die linke Seite, Pass kommt nicht ganz an, Waffen gut, nachgestochert, Cervini. Die letzten Sekunden auf der Uhr und es scheint zu reichen für den EAC Freiburg. Auswärtssieg für das Team aus dem Schwarzwald. Auswärtssieg für die Freiburg Wölfe.